Wunderschönen guten Tag zu dieser riesengroßen XXL Nerd News nach meinem Urlaub. Viel Spaß! Starten wir doch einfach mal mit dem kleinen Hinweis, dass Amazon ab Montag die neue Cyber Monday Woche startet. Das heißt, wer sich jetzt unbedingt noch was kaufen will, sollte auf jeden Fall warten. Ab Montag um 6 Uhr geht es los und da könnt ihr wieder einige Schnäppchen machen. Ob ihr es glaubt oder nicht, EA hat sich dazu entschieden, Command & Conquer wieder zurückzubringen. Und zwar dieses Mal nicht als Mobile-Variante und ohne Mikrotransaktionen, sondern ein Remaster von Command & Conquer Alarmstufe Rot und Command & Conquer der Tiberium-Konflikt. Und das inklusive aller DLCs und man hat dafür sogar die alten Entwickler ins Boot geholt. Auf jeden Fall vielen lieben Dank dafür, EA. Kommen wir mal ganz kurz zu einem Zwischenschritt und zwar zu einem Hardware-Thema, denn AMD hat nun angekündigt, dass man erstmal nicht auf Raytracing setzen wird. Man wird irgendwann eine Antwort an Nvidia parat haben, nun wird das wohl nicht so schnell passieren und das heißt eigentlich, dass Raytracing trotzdem erstmal nur ein Nischenprodukt bleibt und zwar auch, wenn die neuen Konsolen kommen, denn die hat ja AMD einzig und allein in der Hand. Kommt eventuell bald schon ein neues Half-Life, das könnte durchaus sein, denn jetzt sind ein paar Bilder aufgetaucht, die eine geleakte VR-Brille seitens Valve zeigen. Und laut internen Kreisen wird dazu ein passendes Half-Life-Spiel programmiert. Ob das nun Half-Life 3 ist oder ein extra Ableger für die VR-Brille ist nicht ganz klar. Schön wäre allerdings, wenn denn doch nochmal ein Half-Life kommen würde. Am 6. Dezember werden die Game Awards ausgestrahlt und dieses Mal soll es soweit sein, denn hier werden die meisten Neuankündigungen kommen. Damit wirkt man jetzt schon lautstark. Wir können also darauf hoffen, dass Microsoft, Nintendo und Sony da uns einiges präsentieren werden. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, live zu streamen. Nun will also auch Square Enix ein Abo-Modell anbieten. Und zwar hat man den aktuellen Investoren gesagt, dass man in Zukunft für alle seine HD-Spiele ein Abo-Modell anbieten will. Ob das nun die überarbeiteten Remaster-Versionen betrifft oder wirklich alle HD-Spiele, die auch auf aktuellen Konsolen erscheinen, weiß man nicht so genau. Aber noch ein Abo-Modell ist denn langsam auch ein bisschen viel, gerade wenn man schon Xbox Game Pass oder PlayStation Plus oder ähnliches hat, meines Erachtens nach. Kommen wir mal zu einer Meldung, die heute sehr überrascht hat, denn Sony hat nun angekündigt, dass man auf der E3 2019 nicht vertreten sein wird. Nachdem man ja schon dieses Jahr die PlayStation Experience wegen zu weniger Neuerscheinungen abgesagt hat, ist nun auch die E3 betroffen. Das heißt wohl auch, dass wir 2019 auf jeden Fall keine PlayStation 5 sehen werden. Zumindest nicht auf der E3. Gemunkelt wird einfach, dass die Stände auf der E3 mittlerweile viel zu teuer geworden sind. Ähnlich wie bei uns in Köln bei der Gamescom kostet so ein Stand schon mal locker, flockig 1 Million Euro, wenn nicht sogar noch mehr. Und das ist den Publishern einfach zu viel. Deshalb bringt Nintendo ja auch schon seit Jahren eine Nintendo Direct zur E3 raus und macht keine richtige Konferenz mehr. Was haltet ihr davon? Wird die E3 sich langsam aber sicher auflösen? Weil viele Hersteller machen ja mittlerweile schon ihr eigenes Ding. Microsoft zwar zur E3-Zeit, aber nicht direkt auf dem Messegelände, sondern schon ein paar Tage davor in einer eigenen Veranstaltung. Schauen wir auf jeden Fall mal, wie es weitergeht. Aber der Wandel der Zeit ist nun mal so. Bleiben wir auf jeden Fall mal in der Sony-Ecke, denn da gab es auch eine ganze Menge die letzten zwei Wochen zu vermelden. So zum Beispiel, dass die PlayStation Classic, also die Mini-Ausgabe der PlayStation 1, offiziell den PCSX-Emulator benutzt. Ein Open-Source-Projekt, was es auf allen möglichen Systemen gibt und was schon lange verfügbar ist. Finde ich auf jeden Fall eine gute Entscheidung meines Erachtens nach. Man muss ja nicht immer durch alle Fanprojekte mit der Sense durchflügen. Zudem gibt es jetzt schon einige Videos von der PlayStation Classic. Es gibt das originale Bootmenü von der PlayStation. Die wurde jetzt allerdings auf den Schriftzug Sony Interactive Entertainment geändert. Einen Druck auf die Reset-Taste ergibt einen automatischen Save-State des aktuell laufenden Spiels. Das heißt, ihr müsst es nicht mehr manuell anlegen. Und jedes einzelne Spiel hat das Original Memory Card-Menü und eine 15-Block Memory Card zur Verfügung. An Speicher mangelt es auf jeden Fall nicht. Worüber sich viele beschweren, ist das Hauptmenü der PlayStation 1 Classic, denn hier gibt es weder Musik noch andere Sachen.
Allerdings sahen so damals auch sehr, sehr viele Demo-CDs aus und ich gehe mal davon aus, dass man den Retro-Charme dabei haben wollte. Wenn ihr überlegt, euch eine PlayStation 4 Pro zu kaufen, solltet ihr darauf achten, dass ihr das neueste Modell erwischt. Denn trotzdem sich nicht sehr viel am Stromverbrauch oder an der CPU-Architektur geändert hat, ist diese wesentlich leiser. Erkennen tut ihr die daran, dass ihr unten einen Aufkleber findet, der die Produktreihe CUH7200 beschreibt. Die soll wesentlich leiser zu Werke gehen als die bisherige PlayStation Pro. Aber die PlayStation 4 Pro ist natürlich nicht der letzte Pfiff. Es soll eine PlayStation 5 kommen. Das wissen wir ja bereits alles. Allerdings tauchen jetzt Patente von Sony auf, die einen überarbeiteten DualShock 4 zeigen. Dieser soll anstatt der Touchfläche in der Mitte doch tatsächlich ein Display integriert haben, das auch touchfähig ist. Inwiefern das jemals kommen wird, sei mal dahingestellt, denn so ein Controller wäre natürlich wesentlich teurer als der bisherige DualShock und der muss ja auch irgendwie zur Konsole passen, aber vielleicht überrascht uns Sony ja bei der PlayStation 5 damit. Aber auch Microsoft hat einiges an News gebracht die letzten zwei Wochen und so hat man zum Beispiel Phil Spencer interviewt. Der hat sich nochmal zu dieser ganzen Spiele-Streaming-Sache geäußert und sagt, dass das Spiele-Streaming im Grunde genommen immer nur eine Alternative bleiben wird. Es gibt Situationen, da ist Spiele-Streaming wesentlich angenehmer, weil ihr zum Beispiel auf einem kleinen Gerät wie einem leistungsschwachen Notebook oder auf einem Handy spielen wollt. Allerdings, wenn ihr zu Hause eine feste Hardware-Installation habt, die euch die bestmögliche Qualität liefert, dann wird das auch eure Wahl sein. Also man geht davon aus, dass Spielestreaming zwar weiterhin den Markt einholen wird, aber immer nur eine Alternative bleiben wird. Außerdem ist ein neues Xbox-Update erschienen, das bringt euch jetzt Maus- und Tastaturunterstützung. Eins der ersten Spiele ist natürlich, wie soll es anders sein, Fortnite. In diesem Spiel könnt ihr ab sofort gegen PC-Gegner mit Maus und Tastatur antreten. Finde ich auf jeden Fall eine gute Entscheidung, macht die Xbox allerdings ein Stück weit auch zu einem günstigen PC für den Fernseher für zu Hause. Könnten eventuell Spiele wie Twilight Princess und Wii Sports Resort für Smartphones kommen? Das könnte durchaus sein, denn Nintendo hat jetzt die Patente von diesen Spielen erweitern lassen bzw. verlängern lassen. Erweitern in dem Sinne, dass es auch für Mobile-Geräte angemeldet wurde. Ob das Mobile-Gerät nun die Nintendo Switch ist oder Smartphones, ist noch nicht so ganz klar, aber Furukawa hat ja gesagt, man will weiter auf den Mobile-Markt expandieren. Können wir auf jeden Fall mal schauen, wo Nintendo sich die nächsten Jahre hinbewegt. Aber Furukawa hat sich mittlerweile auch zu Nintendo Switch Online nochmal geäußert. Nintendo Switch Online wird noch ein paar Jahre brauchen, um komplett zu reifen. Das ist doch auf jeden Fall mal eine krasse Einsicht. Aber wir können auf jeden Fall mal schauen, wie das nun weitergeht mit Nintendo Switch Online. Es sollte auf jeden Fall schnell was passieren. Woran man auf jeden Fall festhalten will, ist Crossplay. Das hat Furukawa nun auch nochmal bestätigt. Das sei ein wichtiger Zweig, um die Spieler zusammenzubringen, meint er. Und Crossplay heißt ja nichts anderes, als dass ihr gegen sämtliche Spieler auf der Welt spielen könnt, die vielleicht ein Spiel, was ihr auf der Nintendo Switch habt, auf der PlayStation 4 oder auf der Xbox habt. Da dürfen wir gespannt sein, ob die anderen Hersteller auch weiterhin so mitziehen werden. Es gibt ja immer wieder Gerüchte, dass Manga-Figuren wie Son Goku durchaus in Super Smash Bros. Auftauchen könnten. Dem hat Sakurai jetzt eine explizite Absage gegeben. Es werden unter keinen Umständen diese Figuren in Super Smash Bros. Auftauchen. Das hat er nun nochmal bestätigt. Außerdem wurde der gute Reggie mal wieder interviewt und der hat sich zu einigen Themen geäußert. So zum Beispiel den aktuellen Entwicklungsstand von Metroid Prime 4. Er sagt sogar, dass momentan schon ein Release-Zeitraum geplant wird. Er kann aber jetzt noch nichts ankündigen dafür. Vielleicht ja auf den Game Awards. Zudem äußert er sich über das Weihnachtsgeschäft und er glaubt, dass Nintendo sehr gut aufgestellt ist, dieses Weihnachtsgeschäft, unter anderem mit Pokémon und Super Smash Bros. Allerdings hat er im selben Atemzug auch nochmal gesagt, das N64 Mini sei momentan nicht mal in greifbarer Nähe. Alle Gerüchte, die in letzter Zeit rumgehen, seien
wohl nicht realistisch. Ob das jetzt ein Troll ist seitens Nintendo, um die Leute nochmal so ein bisschen auf Spannung zu halten, oder vielleicht sagt er auch einfach nur die Wahrheit. Ich wäre auf jeden Fall sehr traurig, wenn es nicht kommen würde, aber er sagt auch im selben Satz, man werde es nicht aus den Augen verlieren. Man wolle es auch rausbringen, wenn es denn an der Zeit ist. Ein letztes Thema gibt es noch zu besprechen, und zwar die Webseiten Love Roms und Love Retro wurden ja von Nintendo verklagt und daraufhin geschlossen. Diese haben sich nun mit Nintendo außergerichtlich geeinigt und haben 10 Millionen Euro, umgerechnet knapp 12 Millionen Dollar, an Nintendo gezahlt. Auf der einen Seite hat Nintendo natürlich das gute Recht, diese Roms sperren zu lassen, auf der anderen Seite kommt man ja an viele Spiele heutzutage gar nicht mehr ran. Ich hoffe einfach, dass Nintendo daran denken wird und auch diese Spiele zukünftig auf offiziellen Weg veröffentlichen wird. Und hier nochmal eine kleine Themenübersicht, die ich zumindest kurz erwähnt haben will. Stan Lee, der Erfinder der Marvel Comics und Helden, ist nun leider verstorben. In seinem Haus in den Hollywood Hills an einer Lungenentzündung. Red Dead Redemption 2 hat sich mittlerweile 17 Millionen Mal verkauft und ist damit schon erfolgreicher als der erste Teil. Außerdem wurde GTA 5 mittlerweile 100 Millionen Mal ausgeliefert und ist damit offiziell eins der erfolgreichsten Spiele aller Zeit. Der Xbox Game Pass unterstützt nun auch offiziell Preloading, das heißt, ihr könnt eure Spiele vor dem Release schon mal runterladen und dann direkt mit dem Zocken loslegen. Außerdem lässt Sega seine Konsolen Mega Drive, Dreamcast und Saturn schützen, inklusive Zeichnung der Patenteinträge. Von der Wii U wurde die offizielle Facebook-Seite geschlossen, damit ist auch eins der letzten Kapitel nun endgültig zu für die Konsole, und Nintendo feiert derzeit mit einem neuen Trailer 1000 Spiele für den Nintendo Switch. So, das war die aktuelle Nerd News der letzten zwei Wochen, waren eine ganze Menge Themen. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin durchgehalten. Wenn ja, dann gebt mir doch bitte den Daumen nach oben, und wenn ihr was zum Cyber Monday bestellen wollt, unten ist der Reflink zu Amazon, dann bekomme ich ein paar Cent ab. Vielen lieben Dank für euren Support, danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Heute gibt es dann auch schon den ersten Stream wieder hier auf YouTube mit Spyro und Pokémon. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zur nächsten News. Ciao.